Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist wieder euer Junge Relaxo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute ist es unfassbar warm, aber wir schreiben das Jahr 2019. Und es ist fast zwei Jahre her, oder über zwei Jahre her, seitdem mein kleiner Bruder und ich zuletzt ein Let's Play Together in Distant Infinity hatten. Auch mein Bruder ist heute wieder mit dabei. Sag mal hallo. Hallo. Wie gesagt, man darf ihn ja nicht sehen, deswegen ist er da neben mir, also am Stuhl. So wie eigentlich jedes Mal. Und ja, wir sind ja momentan hier noch im Toybox Hub und ich muss sagen, das ist nicht hässlich, sondern das hat was von Paris. Das hat was vom Disneyland auf jeden Fall, weil so sah es genau dort aus. Da waren die ganzen Läden, da ging es dann die Main Street entlang. Guck mal hier. Machen kaputt. Ach doch, den kaputt, Alter. Lass dich doch nicht so einlullen von dem. Zack. Kaputt. Hey Dagobert, was willst denn du? Was verkaufst du? Wie kann ich Spiels aus alten Disney Infinity Verfers benutzen? Okay. Habe ich aber alles schon erledigt. Wo geht's denn da hin? Ich will jetzt da hin. Was wir heute in dieser Folge machen werden, ist noch unklar, sagen wir es mal so. Also ich will jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen im Toybox Hub ein bisschen gucken. Und dann werden wir mal schauen. Mal schauen, was wir noch so machen werden heute. So. Ich benutze natürlich den legendären, einzigartigen Sunny. Signal Figur zeigt an, dass sie eine Mission für dich hat. Komm, sprechen wir mit jemandem und finden heraus, wie wir helfen können. Nee, danke. Drauf. Was ich übrigens noch sagen wollte, ist, nach diesem Video wird es wahrscheinlich zu Star Wars Battlefront kommen. Denke ich mal. Ich weiß ja nicht, wann ich dieses Video hier hochlade, weil ich habe jetzt an dem heutigen Tag, wo ich dieses Video heute aufnehme, habe ich schon insgesamt 4 Videos aufgenommen und alle 4 dann wahrscheinlich auch bearbeitet. Also 3 Stück habe ich auf jeden Fall bearbeitet, nämlich einmal Disney Magic Kingdom Hearts 3, dann Red Dead Redemption 2 und Lego Dimensions und Disney Infinity 3.0. So, aber hier scheint es definitiv nicht viel zu sehen, nicht viel zu entdecken. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob wir hier vielleicht irgendwie eine Ding haben, eine... Das Geräusch, das gefällt mir gar nicht. Mir gefällt dieses Geräusch nicht. Ich mag das Geräusch nicht. Das ist nämlich diese komische Wolke. Diese unzerstörbare Wolke. Ja, ich weiß bis heute noch nicht, warum die existiert. Was soll das denn sein? So, ich würde sagen, wir gehen mal kurz an die Stelle, wo die Wolke ist. Damit ich euch die einmal zeigen kann, weil das ist echt komisch. Da, wo ist die Wolke? Wo ist die? Die ist gerade verpufft. Ja, okay, übertreib nicht. Wenn du noch mehr Spaß und Inspiration suchst, betrete ein Toybox-Hub-Portal. Die Abenteuer, auf die Moment, du ich brauche eine. Sind nur Au. Ein Beispiel für die unzähligen Möglichkeiten. Nehmen wir einfach mal kurz diese Waffe hier mit. So. Und Schuss! So, einen Augenblick. Wir drehen gerade schnell um. Ist die Wolke wieder da? Die Wolke ist da. Da ist die Wolke. So, was ist das für eine... Hallo? Was ist das jetzt für eine Wolke? Die verfolgt mich jetzt die ganze Zeit. Pass mal auf. Die hinter mir jetzt. Seht ihr die? Die vernichtet alles und jeden, den sie will. Sogar die eigenen Leute aus der eigenen bösen Reihen. Geh doch weg! Einzigartige Wolke! Seht ihr das? Die vernichtet einfach wirklich jeden. Sogar jetzt den Boba. Den hat sie jetzt auch kaputt gemacht. Keiner weiß, warum diese Wolke existiert. Ich weiß nicht mal, was das für eine Wolke sein soll. Was ist denn das von Disney? Vielleicht wisst ihr darüber Bescheid. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was das jetzt genau darstellen soll. Aber diese Wolke kann man nicht zerstören. Und die Wolke zerstört selber sehr, sehr viel und alles, was nur zerstörbar ist. Und das ist das, was ich bei der Wolke nicht verstehe.
Warum zum Teufel kriegt er eigentlich einen heißen Ballon von Gravity Falls? Ist da irgendwas drauf? Kids. Scheint aber nicht so zu sein. So, okay, dann gehen wir einfach mal in, ich hab keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ganz ehrlich, bei Disinfinity bin ich in letzter Zeit echt planlos, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in eine Toybox. Toybox Spielstände, was haben wir da alles? Wir haben eine Stadt, wir haben unser Aquarium von damals noch. Was ja eigentlich relativ gut gelaufen ist sogar. Wir haben ein Hotel. Wir haben meine eigene Flug der Karibik Toybox. Wir haben eine Stadt mit Geheimversteck. Noch eine Toybox. Das ist die von der letzten Aufnahme von Disney Infinity. Mit der Rennstrecke. So, hier haben wir noch eine Rennstrecke. Ich glaube, in die gehen wir jetzt mal, weil da gibt es auch noch ein paar geile Fallen. Und die möchte ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen, weil da ist mir einiges eingefallen zu dieser Toybox. Da ist mir echt einiges eingefallen. Und du bist halt zu schweigsam. Was ist los? Will ich nichts sagen, Leute. Er schüttelt den Kopf. Alles klar. Ladescreen! Du bist so nervig. Nach wie vor, von Teil 1 bis zu Teil 3, sind die Ladezeiten extrem lang in diesem Spiel. So, vielleicht habt ihr das jetzt gerade gesehen. Da diese komischen orangen Kreise. Man liebt sie, man kennt sie. So, los geht's. Auf was ich mich auch definitiv richtig freue, ist der Multiplayer-Modus dann in Mario Kart 8 Deluxe. Ja, ich weiß, ich rede sehr, sehr viel darüber. Ich rede sehr, sehr, sehr viel darüber. Ich heiße Fett. Boba Fett. Was, ich bin Fett? Ja, ich heiße Fett. Na, heißt es dann nicht das Richtige? Wohl eher, du bist Fett. Ja, aber ich weiß, ich nehm das Auto von Manelope. Nein, nein! Ach, Bullshit! Nein, das nimmt nicht Maximilian, das nehme ich. Ach, ich hasse es, jetzt bin ich in die erste eigene Falle reingeflogen. Hey, Kumpel! So, Moment, warte dich! Das ist irgendwo da hinten, kriegst du ja eh von dem her. So, pass mal auf jetzt. Wenn die jetzt nämlich reinfallen, ich habe jetzt nämlich nicht Gas geben. So. Und ab dafür. Au. Das sind nämlich Sprengstoffkapseln, die habe ich da reingebaut. So reihenweise. Alter, da kommst du nicht durch. Da. Leute, was ist das? Das kann ja nicht sein. Doch, Francesco, das Alter. Das kann ja sein. Ciao, Lightning. Siehst gut aus. Nicht so gut wie Francesco, aber trotzdem gut. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch zum Kotzen. Ja, Hauptransport. Alter, was ist das? Ja, hast du nicht drauf? Dann sei da mal nicht so vorlaut. Falls ihr euch jetzt fragt, warum das so komisch, falls das irgendwie so, die Frames sich so toll verlaufen sollten jetzt gerade, liegt ganz einfach daran, dass im Splitscreen Disinfinity immer sehr, sehr laggt. Also das ist normal. Das ist sehr, sehr normal. Nicht nach hinten, nach vorne bitte. Au. Ich sehe absolut gar nichts. Francesco und Lightning fahren schon weiter? Die fahren schon weiter? Oh, ich bin durch. Ich bin durch. Ach, guck mal, da ist mein anderes Auto, schön zu wissen. Okay, Maximilian, wir hätten zwei davon. Oh nein, jetzt bin ich in die Teerfalle. Ah, oh, bäh, ist das hässlich. Alter, Hook und Francesco und Lightning sind alle schon durch. Nur ich natürlich wieder nicht. Man kennt ihn!
Ja, ist klar. So, langsam da durch. Aua. 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 Ich nichts mehr sehen. Nein, auch bin ich dumm. Oh, ich bin. Jetzt bin ich selber reingefahren. Oh nein! Hallo? Nein! Hallo! Aufhören jetzt! Alter! Du bist auch schon durch, Maximilian. Jawohl. Ja, ich hab's auch endlich nach 5 Jahren geschafft. Aber Hook und so, die haben mich jetzt, glaube ich, überrundet. Alter, das gibt's doch nicht! Alter, wie weit schleudert das Teil mich denn noch weg? Ja, ist klar, ist klar. Ja, moin. Nein, och Mann, ne? Das gibt es nicht. Ja, hallo, wann spawn ich denn wieder? Hallo. Wo ist denn der Spawnpunkt? Vielleicht solltest du eine Pause machen. Na, guck mal hier, da kann ich doch hoch. Hopp durch, jetzt durch! Einmal komplett durch, Sally! Komm schon, nicht wieder raus, ich will da durch. Ich will jetzt einmal durch, bitte einmal durch. Yes! Ibims 1, du hast es geschafft. Scheiße, Lightning fährt vor mir. Ich bin Dritter. Da gehen wir davon aus, dass Hook Erster ist und Francesco dürfte Letzter sein, Maximilian. Du bist gar nicht Letzter. Ja, du bist Francesco. Ich bin ebenfalls von dir. Oh. Dann ist der nämlich Letzter und du bist momentan Vierter. Und ich bin Dritter? Immer noch? Okay, ich habe Hook überholt, aber der hat mich anscheinend schon überrundet. Aua, aua. Nein! Och Mann! Das sind eindeutig etwas zu viel Fallen. Ja, hast ganz toll gemacht. Ich weiß, danke. Das kann ich nun mal. Och Mann, wieso kann ich nicht jetzt schon Runde 3 sein? Hallo, reicht jetzt. So, wartet, wir fahren zurück und jetzt... Volles Pfund! Nein, nicht rückwärts runter. Ich möchte nicht rückwärts runterfallen. Hallo, och Mann, wieso falle ich denn immer zurück, Mann? So, genau, so will ich das sehen. Genau, so, nein, nicht zurück, fahr doch vor. Oh, ich bin durch, okay. Jetzt muss ich die Runde irgendwie noch zu Ende bringen. Ich bin Erster? Seit wann bin ich Erster? Oh, nein! Gib Gas! Nio, wow, mega! Einmal komplett durchgekommen. Was? Wieso war mein Bildschirm mit schwarz? Komm schon! Ah, mega! Aber nein! Auf den letzten Meter noch runtergefallen. So, also ich bin durch. Wir schauen uns definitiv noch das Rennen zu Ende an. Wir haben noch eine zweite Runde. Mama mia! Du bist wieder Dritter! Zweiter! Wenn du jetzt durchkommst, bist du durch! Bitte, Jesus! Also ich habe Zeit. Mir nur mal so, wenn du da an die Wand fährst, dann spawnst du wieder automatisch, also dann muss ich eigentlich nur bremsen. Howdy, Lightning! Hallöchen, mein Bester! Hey, Amigo, wie geht's denn so? Howdy, übrigens, Lightning. Da ist auch so eine Rampe eingebaut, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Siehst gut aus, nicht so gut wie Francesco, aber wenn du da extra wieder hochkommst. Ciao, Lightning! Ciao, Lightning!
Ciao, Lightning. Wie oft will der das noch sagen? Ciao, Lightning. Ciao, Lightning. Ciao, Lightning. Ciao, Lightning. Junge, bin ich froh. Könnt ihr es mal aufhören, mal Lightning zu sagen? Lightning. Hallöchen, soll ich es nicht machen, schon? Moment, jetzt ist der Pro wieder am Start. Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Howdy, Lightning. Hey, pass auf den Lack auf. Komm. Rob, jetzt einmal durch. Zieh durch. Nicht zurück. Nein. Nicht zurück. Nicht zurück. Nein. Ja, wieder vor. Nein, jetzt bin ich wieder zurück. Okay, ist vorbei. Ah. Du bist fetter. Okay. Guck, ist letzter von... Alter, ihr habt... Wie lange habt ihr gebraucht? 16 Minuten? 39 Sekunden, Alter. Mega. Okay, meine lieben Freunde, mit diesem spannenden Rennen bin ich raus. Und hör auf, mich zu schießen. Mit diesem spannenden Rennen bin ich raus. Mann, muss das sein, Maximilian? Hör auf damit. Lass das jetzt. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich für diese Folge von Disney Infinity 3.0. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da oder einen Kommentar und dann sehe ich euch, dich und euch draußen wieder das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, haut rein. Euer Lexus. Peace.